Willkommen zurück wieder zu Dead Space 1. Warum will ich immer 2 sagen? Noch eine alte Gewohnheit, wir wissen es nicht, wir werden es nur jetzt erfahren. Dafür bräuchte ich wahrscheinlich einen Psychologen. Aber das will ich mir nicht unbedingt gönnen, mir extra einen Psychologen zu holen, nur um zu erfahren. Ja, wissen Sie doch, ich habe da so ein Problem. Ich will immer meine Let's Plays mit anderen Spieltiteln nennen. Was könnte das bedeuten, Doc? Ja, das heißt womöglich, Sie wollen vielleicht im Inneren lieber das spielen oder das sogar Let's Playen. Isaac, wo bist du? Ich bin's, Nicole. What? Hast du dazu nichts zu sagen? Und vor allem, woher soll sie wissen, dass wir hier sind? Das finde ich ein bisschen suspekt. Aber sie ist das bis jetzt das Einzige hier vom Schiff, was uns nicht angegrillt hat. Deswegen denke ich mal, das ist schon in Ordnung. Ein bisschen weg mit dir. Danke. Okay. Genau, Monorail. Da war ja was. Nehmen unseren Plasma-Cutter und aktivieren die Monorail. Aufgabe erfüllt. Kapitel 3. Kurskorrektur. Abgeschlossen. Fortschritt speichern. Ja, gerne. Das tun wir wirklich gerne. Und gespeichert. So, jetzt werden wir zur Brücke gebracht. Das heißt, nochmal einmal quer durch die durch das ganze Schiff. So. Scheint fertig zu sein. Drehen wir uns mal um. Ach, Tür ist offen. Lass mal rausgehen. Ach, Loot. Nehmen wir. Isaac, kommen Sie. Kendra hatte recht, das AA-System ist total abgeraucht. Ich brauche Ihre Hilfe, um das zu reparieren. Kendra, wenn Sie mich hören können, versuchen Sie bitte, die Schiffsprotokolle einzusehen. Scheinbar haben Sie von dort aus besseren Zugang. Wann wollten Sie uns von dem Artefakt erzählen, Hammond? Sie wissen schon, dieser Marker. Davon weiß ich nichts. Er wird in den Berichten des Kapitäns erwähnt. Sie haben ihn vom Planeten hochgebracht. Er ist auf dem Schiff? Im Frachtraum. Sie glauben, er stammt von einer außerirdischen Intelligenz. Keine Ahnung, was es ist. Ach was. CEC wusste nichts darüber. Sie lügen doch. Augenblick mal. Ich bin hier nicht der Böse. Wir sind gerade alle etwas aufgewühlt. Sie werden mir einfach glauben müssen, dass ich nichts darüber wusste. Wir haben das Trümmerfeld erreicht. Bring sie uns zum Cockpit des Captains. Ich werde Ihnen später alles erklären. Hammond out. Hammond. Irgendwie so. Ich hab eventuell jetzt eine Vermutung, wer das sein könnte. Oder woher ich den Namen kannte. Not serious, bro. Egal was es ist, er scheint groß zu sein. Gehen wir doch lieber hier. Wir haben ja einiges zu vertickern. Dann sollten wir auch wieder ein bisschen Platz im Inventar haben. Neues Objekt. Medipack. Strahlmunition. Wie wäre es aber mit einem Anzug? Level 3. Okay, das können wir kaufen. Denn dann... Aber so viel Strahlmunition haben wir gar nicht mehr. Wir haben generell relativ wenig nur noch. Stopp, nein, aus, pfui. Das hier wollte ich verkaufen, danke, ja. Ja. Danke. Und... Sieht wie Weltraum aus. Sieht wie Loch aus. Schreit nach Vakuum. Isaac, Einschlag auf der Brücke, genau zu deinen Füßen. Ich sehe schwere Schäden, die Eindämmung sollte aber okay sein. Die Lebenserhaltungssysteme sind stabil, wir müssen jetzt das AAS zum Laufen bringen. Okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, in Kombination zu dem Vieh, was wir vorhin gesehen haben und was eigentlich in diesem Raum sein sollte, werden wir etwas Unangenehmes gegenüberstehen müssen, tun lassen, haben. Und ja,
Ich hoffe einfach nur, es wird nicht allzu unangenehm. Anzug Level 3. Ui. Aber da irgendwie, das kommt mir alles so bekannt vor. Kam das auch alles in Let's Plays 2 vor? Ich weiß es echt nicht. Hammond. Isaac, Mann, haben Sie mich erschreckt. Ich werde hier noch zum Schisser. Wir wurden von einem verdammten Asteroiden getroffen. Ach. Hören Sie, ich weiß, was Ken von mir nicht traut, aber ich weiß wirklich nichts über einen Marker oder sonst was. Das hier sollte eine Reparaturmission sein. Ganz easy. Das Chaos da ist das Asteroidenabwehrsystem. Ich kann die Platinen halbwegs reparieren, aber die Hauptenergiezufuhr ist hinüber. Sie müssen die Energie manuell über mindestens 3 Verteilerkästen umleiten, um die Primärkanone zu aktivieren. Ist das so? Aktivieren Sie aber zuerst die Atriumaufzüge der Brücken-Security. Darüber erreichen Sie die Verteilerkästen. Ach, übrigens, Isaac, seien Sie vorsichtig. Ich habe da was gesehen, ich habe keine Ahnung, was es war. Habe es auch nur kurz gesehen, aber es war riesig. Gewaltig. Ach, Hammond. Ich glaube, dann haben wir das gleiche gesehen. Logbuch des Abbaubetriebs, da war es auf der Höhe. Die Zahl der Zusammen ist weiter gestiegen. Bisher bekannte Verlust. Ah, das sind die bekannten Verlusten. Gucken wir mal nach einer Nicole. Boah, es sind schon ein paar. Da sie scheinbar ihr wisst schon. Ne, unter N ist nichts. War das gerade Isaac? Oder war das Hammond? Scheiße! Zurück! Ich dachte, der wäre tot, als ich die Kapsel verriegelt habe. Diese Scheißdinger sterben nicht einfach so. Sind das Rettungskapseln? Ich bin verwirrt. Also Nicole war auf jeden Fall jetzt nicht auf der Liste. So, ich frage mich jetzt einfach, welches Ungeheuer uns jetzt wahrscheinlich angreifen wird. Weil das ist eigentlich so diese typische Sequenz. Wir haben quasi etwas für den nächsten Anzug. Wir hatten zweimal die Möglichkeit zu speichern. Wir wurden angewiesen aufzupassen. Mal gucken, was ein Schabernack uns gleich entgegenspringt. Dieser Schabernack. Boah. Oh, auf die gelben Flächen. Auf die infizierten Flächen. Jetzt stimmt. Ich glaube, ich hab's gerade. Bisschen angefickt. Stirb! Ich seh dich noch. Scheiße, 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 scheiße. Was zum Fick hast du auf mich gespuckt? Und dein Rücken ist meins. Jetzt geht doch kaputt. Bis. Okay, gehen wir mal davon aus, es ist tot. Wir haben wenig Munition anscheinend. Ah, was heißt hier wenig, ne? Wir haben. Isaac. Mach uns wieder ganz. Isaac, mach uns wieder ganz? Aber wenn ihr hier so eine Kamerakontrolle hat, warum... Ihr wisst, ne? Warum halt, ne? Das warum, was uns niemand erklären kann. Das wird schon ganz schön scheiße. Aber wenigstens ist eine freundliche Seele hier vom Schiff. Und die Hoffnung, die Motivation, dass Isaac jemanden findet, den er liebt, beziehungsweise die Verlobte wiederfindet. Ich würde mal sagen, da wir ja scheinbar hiermit jetzt ein bisschen rumballern werden, werden wir das Impulsgewehr ein bisschen aufstocken. Jetzt sollten wir 100 Schuss damit haben.
und auch mehr Damage. Und dann können wir ja jetzt auch das hier aktivieren. Atriumaufzüge sind jetzt online. Okay, die sind jetzt online. Es müsste der hier gewesen sein, ja? Ja. Ich will mal ganz ehrlich sein. Guck mir kurz. Wir gehen kurz durch diese Tür. Genau deswegen. Wir holen uns doch jetzt auch den Anzug, ne? Erstmal gucken wir hier. Ne, haben nichts Großartiges. Ne, so, genau. Oh, dafür brauchen wir. Oh. Können wir vielleicht irgendetwas verkaufen? Vielleicht hiervon ein bisschen? Ja. Davon auch ein bisschen. Ach komm, verkaufen wir davon alles. Haben wir dafür unser Stufe 3 Anzug bekommen. Stufe 3 Anzug, komm zu mir. Nice Booty, Isaac. Wusch, wusch. Und keine Geräusche. Dead Space 2 hat sich das so cool angehört. Ich habe mich immer gefreut, wenn man einen Anzug gewechselt hat. Sieht unser Anzug irgendwie anders aus? Wir haben mehr von diesen, lasset uns Register-Dinger nennen. Wir sollten uns ein Medikit mal reindrücken. Am liebsten würde ich auch eins kaufen, aber dafür werden wir wahrscheinlich kaum Geld haben. Ja, okay, schließen wir das. Hauen uns eine Heilung rein. Und mit unserem Stufe 3. Ich weiß gar nicht. Erhöht sich unsere Lebensanzeige, unsere Rig gleichzeitig etwas, nur weil wir einen neuen Anzug haben? Ich glaube ja, ne? Oh, ein Videolog. Das ist Meuterei. Ich bezichtige Sie alle der Meuterei. Kein sorgen Sie dafür, dass Sie wieder zur Vernunft kommen. Beruhigen Sie sich, Ben. Haltet ihn fest. Nach Artikel 5469 des Marinerechts erkläre ich hiermit Captain Matthias für dienstuntauglich. Der Marker muss in die Kapelle gebracht werden. Terence, bitte! Es tut mir leid, Ben, aber ich kann Sie das nicht tun lassen. Verräter! Ketzer! Haltet seinen Kopf! Mörder! Haltet ihn fest! Was? Er ist tot. Sie haben ihn umgebracht, Doktor. Nein, es war ein Unfall. Ich musste ihn doch aufhalten. Nehmt den Doktor fest. What the fuck? Irgendwas versperrt uns, glaube ich, den Weg. Ich glaube, das war das etwas. Aber eigentlich macht doch Dead Space da keinen Unterschied. Der haut einfach alles dann hier zu Hackbrei etwas. Kurz nachladen. Und dann gut ist. Das ist ein großer Aufzug oder ein langer Aufzug. Jetzt. Das habe ich gesehen. Ich dachte, das, so ein Kasten steht für jeweils eine Etage. Scheinbar nicht. Scheinbar können wir hier unsere Nippel noch ein bisschen chillen. Okay. Ein langer Frauenschrei. Was das wohl war, das werden wir sicherlich bald herausfinden. Ziehen wir doch mal weiter, nachdem wir gespeichert haben. Weil Speichern ist doch immer schön, ne? Wir wollen wissen, welche Frau so geschrien hat. Warum? Und dann töten wir sie. Einfach weil hier eh alles Nekromorph ist. Eine Laserkanone. Und die würde ich mir auch noch gerne gönnen. Aber hier ist irgendwie so ein Fiepsen, oder? Ernsthaft. Tu nicht. So. Der ist ausgewichen. Deine Mutter weicht mir aus. Okay, das haben wir gemacht. Das machen wir auch mal auf.
nehmen alles. Dann haben wir wieder genug Munition, um uns ein bisschen auszutoben an den garstigen Necromorphs, die hier rum... Offenbar funktioniert ein Teil der Schwerkraftplatten nicht mehr, Isaac. Was für eine Überraschung. Ich bin offen, ob du irgendwelche Verzerrungen siehst, die von unten kommen. Die könnten gefährlich sein. Verzerrungen, die von unten kommen? Was meint die damit? Ich würde sagen, hierfür nehmen wir vielleicht doch das hier. Oder doch vielleicht das hier. Ich weiß nicht, was wir aufgehoben haben, aber wir haben etwas aufgehoben, das will. Ich glaube, jetzt weiß ich, was mit Verzerrungen gemeint war. Danke. Wait for it. Wait for it. Leck mich! Wenn du nicht anständig sterben möchtest, stirbst du durch mich anständig. Können wir dich hier durchziehen? Dich hier. Ah, deswegen zerplatzen sie. Boah, die Platten sehen aber auch ein bisschen instabil aus, als könnte man so drauf treten und sie gehen kaputt. Und solche Sachen halt. Ja, bis der Necromorph sich bis zu uns durchgeschlichen hat. Wir gehen in Deckung. Oh, 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 das wollte ich nicht, das wollte ich nicht. Wir haben noch einen Schuss. Danke. Ach komm, kümmern wir uns um diesen Typ. Necromorph, das Ding, wie man es möchte. Deine Munition holen wir uns beim Zurückkommen ab. So, Stasi-Station, also werden wir gleich wieder Stasi benötigen. Ah, ein Römzer für die Necromorphs. Oh, Chicken Wings. What? Noch so ein Vieh. Dabei sind sie scheinbar doch alle nur recht schüchtern. Okay. Komm, dein Arm muss doch nur abgeschürft werden. Es tut doch sicherlich auch nicht weh. Noch ein bisschen. Behandlung komplett. Danke für den Energieknoten. So. Ein Meteorit. Und wirbelnden Tentakel, Röhre, Kabel. Und wir müssen darüber. Eine gute Frage, wie wir das jetzt machen. Also als erstes würde ich sagen, raufschießen. Als nächstes Stase. Energiezufuhr zum AAS hergestellt. Schiffssysteme auf Verteilerkasten umgeleitet. Ich mache Fortschritte mit dem Pyrgaster. Eine der Kanonen bereitet mir Kopfzerbrechen. So, weiter. Ah, jetzt hörst du auf, ne? Nachdem du dich beruhigt hast. So weiter, sagst du. Also, Hammond, dann machen wir doch mal so weiter. Holen wir uns noch kurz das hier ab.